Bundesliga bei den Speed-Disziplinen Super-G-Radfahrer auch gesehen, dass aufgrund der Sonneneinstrahlung es dann gegen Mittag hin ein bisschen schneller wird. Oben muss es schon mal schnell für James Crawford, den nächsten Kanadier. Und das ist somit der steilste, der ist am steilsten einzuschätzen. Schau mal, Kitzbühel, Super-G, Fetzter. Deswegen, da oben ist es jetzt schneller geworden, zweifellos. Und er kann dann auch gut fahren, wenn er so alles erwischt. Man muss jetzt schauen, dass er hier rund bleibt, dass er nicht zu direkt rangeht und zu viel Richtung an der Stange machen muss. Aber noch ist alles für ihn super gut. Naja, und er ist so der Überraschungsmann im kanadischen Speed-Team, der immer besser in Form kommt. Und das sieht man auch vom Selbstvertrauen. Schau hier dazu, wie er versucht, die enge Linie beizubehalten, die auf Angriff getrimmt ist. Also der ist mit großen Schritten auf dem Weg nach vorne. Und jetzt 35 Hundertstel zurück, jetzt pass auf, wenn er das unten gescheit fährt, holt er 2 Zehntel auf und ist unter die 3. Ja, breiter Ausheber bleibt aber auf Linie, war nicht fehlerfrei, ob es dann tatsächlich für die 3 reicht. James Crawford, das ist die Überraschung. Wow! Hey! Das heißt für die 1. James Crawford, 8 Hundertstel, die Führung! Ich sag dir doch, es wird schneller unten raus und da. Jetzt haben wir die erste große Überraschung. Ja, also bestätigt damit seinen 6. Platz von Kitzbühel und überrascht sich selber, das kanadische Team und alle anderen. Allerdings braucht sich Alexis jetzt da keine Sorge machen. Ich wollte fragen, wie stark ist er im Slalom? Keine große Ahnung, Frage. Ich habe ihn noch nie gesehen im Slalom. Also liebe Zuschauer, super gut, dass er hier diesen Super-G fährt. Und das bringt ihn natürlich dann auch in der WCHL nach vorne in der Startliste, denn dieser Super-G zählt dazu und wie es ausschaut, ist jetzt eher da der Führende.